Willkommen zum Review des neuen Canon 70 bis 300mm IS-2 USM mit einem ganz neuen Autofokus, den Canon da reingebracht hat. Und einen kleinen Vergleich mit dem, ja, ich sag mal so Vollformat Telezoom Allstar, wenn man da nicht allzu viel Geld ausgeben will. Das Tamron 70 bis 300mm für knapp über 300 Euro. Das Canon kostet so um die 550 Euro. Also denke ich mal, ein sehr spannender Vergleich, ob sich denn der Aufpreis für Canon-Nutzer lohnt. Los geht's, wie immer, mit dem Punkt Design und Verarbeitung vom 70 bis 300 mm. Gewicht 700 Gramm, knapp über 700 Gramm, das ist also relativ normal eigentlich. Von der Verarbeitung her gut gemacht, wenn auch aus Kunststoff gefertigt, abseits vom Bajonett, das ist natürlich weiterhin aus Metall. Also für Vollformatkameras, denke ich mal, ein relativ normales Gewicht, eine normale Größe, die man so hat. Was mir schon mal nicht gefallen hat, im Standardlieferumfang keine Streulichtblende mit enthalten, die muss man sich extra dazu kaufen. Das finde ich für ein 550 Euro Objektiv schon ein bisschen schwach. Ein großes Highlight oder größte Neuerung dran, auch das erste Mal, glaube ich, bei Canon zu sehen, das ist ein Display statt der standardmäßig geschützten Fokusstrahler. Das kann man auch so nutzen, dass es wie eine Fokusskala arbeitet, hat aber auch verschiedene Modi drin. Unter anderem kann man auch die Brennweite anzeigen lassen, was allerdings ein bisschen unsinnig gemacht ist, denn wenn man sich das mal anschaut, wenn man da dreht, sieht man letztendlich genau das Gleiche wie auch am ganz normalen Zoomring. Das heißt, es wäre vielleicht ein bisschen sinnvoller gewesen, da die Brennweite wirklich direkt in Millimetern anzuzeigen und nicht nochmal einfach die Skala. Im dritten Modus hat man dann die Aktivität vom Bildstabilisator drin, kann sich das anschauen. Ich hätte vielleicht eine Wasserwaage irgendwie noch ein bisschen spannender gefunden. Aber sei es drum, eine ganz nette Spielerei. Und ich denke mal, Canon kann da hypothetisch auch über ein Firmware-Update vielleicht noch ein, zwei Sachen ändern, wenn man dann sagt, man will da irgendwie andere Modi noch mit reinbringen. Lockschalter gibt es auch noch, damit das Objektiv kopfüber nicht ausfährt. Allerdings, wenn ihr euch das mal anschaut, das passiert eigentlich auch so nicht. Das heißt insgesamt schon mal ein ganz gutes Paket, das Canon da geschnürt hat. Weiter geht's mit dem wahrscheinlich wichtigsten Thema bei so einem Objektiv, ganz klar Bildqualität. Hier getestet an der Canon EOS 5 DSR, also einer 50 Megapixel Vollformatkamera. Und selbst da konnte mich das neue 70-300 dann noch positiv überraschen. Vor allem die Bildschärfe ist ja bei etwas günstigeren, in Anführungszeichen, Telezoom-Objektiven oft schon das Problem, dass man sagt, naja, gerade so im Telebereich, Bildrand, da wird es dann doch schon sehr unscharf. Hier nicht der Fall. Selbst bei 300 mm äußersten Bildrand, 50 Megapixel Kamera, Offenblende, ist es immer noch ein gutes Ergebnis. Klar, nicht jetzt sehr gut Festbrennweite, Bildzentrum scharf, aber trotzdem für die, ich sag mal, Charakteristik ein sehr gutes Ergebnis. Und das eigentlich auch über den kompletten Brennweitenbereich. Ihr könnt noch eine Stufe abblenden jeweils, um noch ein bisschen mehr Bildschärfe rauszuholen. Aber eigentlich ist es in Ordnung und im Bildzentrum natürlich immer noch ein Stück weit besser. Das heißt, sehr gut, was Canon da schon mal gemacht hat. Chromatische Aberration, also Farbsäume. Bei, ich sag mal, an den extremen Enden, 70 mm, 300 mm, kann man in der 200-300% Ansicht schon so ein bisschen was sehen. In der Mitte, also bei 135 mm ganz grob, sieht man eigentlich gar nichts davon. Da ist es de facto perfekt auskorrigiert, das schön gemacht. Vignettierung, also die Randabschattung, die ihr habt, immer knapp eine Blendenstufe, auch das wirklich gut. Das heißt, insgesamt schon mal ein ganz gutes Ergebnis. Jetzt vielleicht noch die spannende Frage, wie schlägt sie es hier eigentlich gegen das Tamron 70 bis 300 mm? Und dazu kommen wir jetzt. Das Tamron 70 bis 300 mm war ja immer so unsere Empfehlung im, sag mal, unteren Preisbereich, die für die Leute, die jetzt ein Vollformat-Zoom-Objektiv suchen, also Telezoom-Objektiv. Und ist es eigentlich auch weiterhin von der Bildschärfe her, klar, das Canon 70 bis 300 mm ist nochmal deutlich neuer geworden und kann es in ein, zwei Bereichen auch nochmal ein bisschen besser, vor allem eben zum Bildrand hin, ist es im Schnitt schon so eine Blendenstufe schärfer und bei 300 mm auch im Bildzentrum. Aber es sind alles in allem keine riesengroßen Unterschiede und Leute, die sich das Tamron 70 bis 300 mm geholt haben, auch wenn es erst vor kurzem war, müssen jetzt eigentlich nicht auf das Canon 70 bis 300 mm IS-2 umsteigen, denn so groß ist der Vorsprung einfach nicht, den das Canon hier hat. Und ein Teil davon liegt wahrscheinlich auch noch im Bereich Serienstreuung drin. Das heißt, da gibt es formell erstmal keinen Grund umzusteigen. Ein Punkt, den das Tamron für mich sogar noch ein Stück weit besser hinbekommt, das ist das Thema Bokeh, also die Weichheit, Rundheit der Unschärfe im Hintergrund drin. Da ist es bei Canon doch noch ein Stück weit unruhiger. Das heißt, eigentlich hier fast ausgeglichen so ein bisschen der Punktestand, da man das Tamron so noch ein bisschen besser für die ein oder andere Porträtanwendung nutzen kann. Damit jetzt aber weiter zum Autofokus und da wird es richtig spannend. Tja, das Thema Autofokus ist eigentlich sehr schnell erklärt. Das neue Canon ist schneller.
viel schneller. Wir haben es mal getestet, indem wir oben das Display oder die Fokusskala beim Tamron abgefilmt haben. Wobei man sagen muss, zumindest nach unserem Gefühl so ein bisschen im Test, ist das Display hier oben auf dem Canon-Objektiv sogar noch etwas langsamer, als es eigentlich in Realität sogar nachfokussiert. Als hätte das Display einfach wie so ein, ich sag mal, E-Ink-Display ein kleines Delay drin, bis es sich wirklich umstellt. Also ist ja ein relativ energiesparendes LCD, was man hier verbaut hat. Man drückt drauf und der Fokus ist einfach in der neuen Position. Also ich zumindest jetzt ohne eine Labormessung gemacht zu haben, kann jetzt nicht sagen, es ist 0,1 Sekunde oder 0,05 Sekunden oder 0,15 Sekunden. Ihr drückt drauf und es ist einfach umfokussiert. In der Geschwindigkeitsangabe kann ich es euch sagen. Beim Tamron, das ist jetzt auch nicht langsam für ein Telesum-Objektiv, so eine halbe bis dreiviertel Sekunde für den ganzen Brennweitenbereich. Das ist ziemlich normal eigentlich und vollkommen okay. Aber es sind einfach Welten im Vergleich zum neuen Canon mit dem Nano USM Autofokus. Den kennen wir auch schon aus dem 18 bis 135 mm. Da fand ich ihn sogar noch ein Stück weit langsamer. Hier hat Canon jetzt wirklich nochmal ordentlich Arbeit oder Hand angelegt an den Autofokus. Und der ist wirklich top hier drin. Das heißt, ganz klarer Punktegewinn in dem Fall für das Canon-Objektiv. Einen schnelleren Autofokus habe ich auch bei allen anderen L-Objektiven, die ich jetzt getestet habe, bei Canon noch nicht gesehen. Das ist also wirklich gut und für 500 Euro praktisch unschlagbar, zumindest nach den Objektiven, die ich so kenne, für Canon-Kameras. Übrigens auch beim Bildstabilisator, das Canon 70 bis 300 mm ein bisschen im Vorteil, vor allem für die Leute, die vielleicht auch mal damit irgendwie filmen wollen. Man sieht es beim Tamron übrigens auch schon im Sucherbetrieb drin, ist das gleiche Bild, was ihr logischerweise habt. Es springt manchmal einfach richtig hin und her, also so einen richtig schönen Satz nach links, rechts, oben, unten, je nachdem, wo es gerade am Rand gestoßen ist. Das macht so ein bisschen die Bildkomposition unter Umständen ein bisschen schwieriger und unangenehmer einfach, da man jetzt gerade denkt, okay, genau da will ich den Fokus haben, drückt an und zack, springt es einen nochmal so ein paar Millimeter weg. Das habt ihr mit dem Canon 70 bis 300 mm nicht so stark. Das, ich sag mal, eiert vielleicht eher ein bisschen hin und her, aber das macht ein Bildstabilisator nun mal, um das auszugleichen. Das heißt, einfach ein bisschen ruhiger, angenehmer, vielleicht auch vom Sucherbild, was ihr habt. Und das macht eben das Arbeiten mit dem Bildstabilisator noch ein Stück weit angenehmer. Ist denn das Canon 70 bis 300 mm IS-2 USM nun eine gute Alternative zum Tamron? Ja, auf jeden Fall. Vor allem, dass eben nur knapp über 500 Euro kostet. Und damit ist es ja genau zwischen dem Tamron 70 bis 300 mm und so, ich sag mal, den ersten L-Objektiven, die immer so 1000, 1500 Euro kosten, liegt schön dazwischen. Ist von der Verarbeitung her ganz klar kein L-Objektiv, das heißt kein Metall mit dran. Jetzt sieht es ja auch schwarz statt weiß mit roten Streifen. Aber es macht dafür einen sehr guten Job. Von der Bildschärfe her, Autofokus einfach sehr schnell, haben wir euch auch schon gezeigt. Bildstabilisator, alles in Ordnung. Das heißt, da hat Canon einen sehr schönen Rundumpaket. Und ich würde sagen, preislich kann man es, glaube ich, auch noch als APS-C-Kamera-User durchaus nutzen. Auf der anderen Seite, das Tamron ist halt weiterhin 200 Euro günstiger, hat sogar eine Gegenlichtblende mit im Lieferumfang mit drin. Das heißt, Leute, die jetzt eben nicht gleich 500 Euro ausgeben wollen, haben da vielleicht auch nochmal eine ganz, ganz nette Alternative, die man vielleicht wählen kann. Canon selbst hat nach unten hin eigentlich nicht viel mehr, zumindest für Vollformatnutzer. Klar, wenn ich eine APS-C-Kamera habe, kann ich mir auch das 55 bis 250 mm ISS-TM holen. Haben wir auch schon getestet, findet ihr auch hier unten nochmal drin verlinkt. Das war es soweit von mir mit diesem Review. Wenn es euch gefallen hat, gebt es auch gerne noch einen Daumen nach oben und wir sehen uns dann nächste Woche wieder.